Hallo, heute zu einem neuen Video. Heute tippen wir schon den dritten Spiel, dritten Spieltag. Die zweite Hinrunde, also die Rückrunde, und fangen wir gleich an. Ich muss leider ein bisschen vorproduzieren, weil ich eine Woche, ein paar Tage nicht da bin. Also fangen wir an. Hoffenheim gegen Bayern. Hier tippe ich, dass Bayern 1-0 gegen Hoffenheim gewinnt. Einfach nach Gefühl und dann gehen wir weiter. Leverkusen gegen Gladbach. Hier denke ich, dass Gladbach das 2-0 machen wird. Letztes Mal gab es ein 5-0 für Leverkusen, aber ich denke, das wird nicht passieren. Ich denke, ein 2-0 für Gladbach. Stuttgart gegen Mainz. Hier denke ich, dass es ist ein 0-0. Beide Teams werden meine Meinung am Ende unten um den Abstieg kämpfen. Ich sehe Mainz da bis vielleicht eine Nase vorne, aber ich tippe trotzdem ein 0 zu 0. Frankfurt gegen Freiburg. Hier denke ich trotzdem auf Freiburg wird gewinnen gegen Frankfurt wird gewinnen gegen Freiburg. Sieht eigentlich auch klar aus, wenn man auf der Tabelle guckt. Augsburg gegen Düsseldorf. Hier denke ich, es wird Augsburg einen Sieg holen. Sie müssen endlich mal einen Sieg holen. Und ich glaube, ja, gegen Düsseldorf wollen die es machen und es ist auch machbar. Hannover gegen Bremen. Hier denke ich ein 2-1 für Bremen. Und Dortmund gegen Leipzig gab es aber letztes Mal ein 4-1. Ich denke, es wird eher ein 2-0 für Dortmund. Nürnberg gegen Hertha. Dass Nürnberg mal einen Sieg holen wird gegen die Hertha. Und Wolfsburg gegen Schalke, da tippe ich sogar ein 2-0 für Wolfsburg, die auch sehr stark diese Saison spielen. Und das ist sehr überraschend. An der Seite seht ihr, wie würde die Tabelle aussehen. Ja, dann kann ich auch nur sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns auch das nächste Mal. Bis bald und ciao.